Gehe nicht gern fort, aber auch mit dem ÖAG fort. Nicht? Das haben wir uns ausbedungen, meine Freunde und ich von früher. Also alte Partie halt nicht. Und da dürfen wir einmal im Jahr, mittlerweile ist es ja schwierig, dass nicht, das ist ja alle kurze Leine nicht. Und Familie, die bleibt daheim, halt, was versammst du nicht? Versammst du, was versammst du? Sollt ihr wissen, was ich versamm? Aber einmal im Jahr, das haben wir uns, nein, das ist fix nicht. Und da brechen Themen, nicht? Weil wenn dann einmal im Jahr nicht so wild gewordene Männer, also nicht so, ne, so in der Blüte, da wupp, heben am Tisch, da gibt es nicht da bis 11 irgendwo ein bisschen amassieren, da gehen wir bis zum bitteren Ende, bis in der Früh und sie versteht es nicht. Was macht sie so lange? Sag ich, Elke, wir müssen reden, wir haben einfach, wir sehen uns lang nicht und wir brauchen auch länger, nicht? Weil wir gehen zum Beispiel nicht gemeinsam aufs Klo. Die Zeit fehlt uns ja, nicht? Also das ist ja, das müssen wir aufholen. Nicht? Und was sie auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass es so was wie, wie soll ich sagen, so innermaskulines Phänomen gibt. Das ist ja, wenn so Pärchenabende sind, das geht ja nicht. Da bist du ja nicht, geh mal heim, ja, geh mal heim. Aber wenn du der La bist, ne, dann bist du ja der Silberrücken. Ne, der musst schon heim, derjenige, der Theater. Kannst du nicht. Das war ein Kapitalfehler. Also als Erster aus der Männerrunde heimzugehen, das hängt da ein Jahr lang noch. Das hängt da, bis du ein Jahr lang kriegst, wirst bombardiert mit WhatsApp und wirbelloses Weichte und Qualle und alles kriegst du geschickt. Ne? Ich hab das einmal gemacht, da war es eh schon, 2:30, da war es schon lang zum Heimgehen gewesen. Alle schon Oberkanten, Unterkiefer angefühlt. Ne? Da, damals alle noch mit dem Atom, die blödesten Witz musst du auch hören. Ne? Da habe ich gesagt, Bursche, sag ich was. Ich will jetzt eine Reise machen. Was eine Reise? Sag mal, da war man zum Depp an der Reise, kann da bleiben. Da kannst du originale Route herstellen. Und wenn man so höflich gebeten wird, dann kommt man dem auch gerne nach. Nicht? Und da habe ich eine Runde gezahlt, dann hat er eine Runde gezahlt, dann hat der Wirt eine Runde gezahlt. War lustig, haben wir eine Stunde verloren. Und dann kommt der Absacker, nicht? Der muss dabei sein. Dann kommt das Fluchtachterl, nicht? Dann ist es eh schon 6, viel 7. Nicht? Dann müssen wir alle noch zum Würstelstand, weil keiner weiß, wie ein Käsekleiner schmeckt. Nicht? Na, und dann ist so 7.30 Uhr, wenn ich dann endlich daheim aufschlag. Ne? Dann allerdings prallen Welten aufeinander. Das ist einmal im Jahr, wirklich, da ist Star Wars bei uns im Wohnzimmer. Da ist, also da kommen Galaxien aufeinander, das verdrockt sich einfach nicht. Das ist, um 7.30 Uhr ist die Elke müde. Da ist schon wieder miert. Weil die steht um 5 Uhr auf, um 0500, jeden Tag, die Disziplin wie ein US Marine, das ist jeden Tag, strikt um 5 Uhr steht sie auf, da geht sie in den Wald, eine halbe Stunde rennen, dann liegt sie auf der Gummimatte, Yoga, Pilates, Zumba, Rumba, Tumba, Hupftumba, Dumm, mit ihren Dingen, mit ihren Leggings, da macht sie ihre Übungen, nicht? Da macht sie alles und dann ist schon geschniegelt, ist schon kampet, ist schon duscht, hat schon die kleinen Kindergarten gebracht in die Schule, war schon mit dem Hund draußen, im Kostümchen, sitzt da, wirst dem Ei gepellt und ich sitze am Tisch in der Küche und denke mir, hoffentlich ist mein Leben bald aus. Und es wäre so einfach. Wirklich, es müsste überhaupt nicht zu dieser Kollision kommen. Sie braucht mich einfach nur ignorieren. Ich bin am Abend wieder der Alte. Es ist ein temporärer Zustand. Ich habe das schon oft versucht zu erklären. Sag ich, los mich in Ruhe, ich bin am Abend, können wir reden. Nein, da setzt sie sich Fleiß vis-à-vis hin, wie ein Königskobra. Und beim geringsten Fehler, paff! Das ist eine ganz schreckliche Situation. Das kann man sich im Ansatz. Na gut, ich kann es eh herzagen. Christian, gibst du mir ein bisschen Küchenlicht zur Küchenatmosphäre, dass ich den Herrschaften ein bisschen demonstrieren kann, wie ich lebe. So, 7.30 Uhr in meiner Küche, noch dieser besagten Nacht. Au, au, au. Morgen! Morgen! Na, wie war's denn gestern? War eh super. Wir warten alle.
Hey, Ole. Na, und wer ist alle? Oder ist es ein Geheimnis? Nein, ist kein Geheimnis. Der Ding und der... Aber der Geri und der Ernstl und der Peter und der Martin Hannes war auch und der... Na, habt ihr einen Spaß gehabt, hä? Ja, war super. Na, was spricht der Peter, hm? Ja, eh gut, also... Na, was habt ihr denn geredet? Nix. Nix habt ihr geredet, das schon her. Bis 7:30 in der Früh sitzt zusammen und redet nix. Oder wie stelle ich mir das vor? Habt ihr nix geredet? Sie haben was geredet. Jetzt nichts, was dich interessieren würde. Was? Na, vielleicht erzählst du mir's, vielleicht kann ich dann entscheiden, ob es mich interessiert oder nicht. Also, was haben wir geredet? Über Gott und die Welt haben wir geredet. Da schau her, über Gott habt ihr geredet, na schon. Aber wie es ihm Peter geht, hast du nicht gefragt, hä? Wie geht's denn seiner Frau, der Claudia? Geht's ihr gut? Was, wer? Der Claudia, Claudia, Peter, wir waren auf Skiurlaub gemeinsam. Du nicht so lange her. Kannst du dich erinnern? Hallo? Ade. Die Andrea hat gesagt, sie hat ein bisschen zugenommen. Hat sie zugenommen? Ich glaube nicht. Ade. Hat sie mal ein Plätzchen noch gesagt, die Andrea? Hat sie angenommen? Hat sie eine gute Figur? Gefällt's dir? Elke, ich weiß nicht. Erst bist doch die Wurst, bitte. Was bist denn jetzt so komisch? Ich bin ein Komischer. Du siehst nicht, dass ich weh hab, oder? Warst du angesoffen? Ich war nicht angesoffen. Ich war vielleicht am Tabenspiel. So, ich war... Bist du im Auto gefahren? Bist du mit dem Auto gefahren? Nein, aber... Wieso steht es denn unten am Parkplatz? Ja. Weil ich schon mit dem Taxi hingefahren bin, ne? Aha. Also hast du ja von vornherein vorgehabt, dass du dich ansaufst, ne? Können wir das nicht irgendwie später? Du siehst eh, dass ich... Ja, klar. Komm mal. Was, dass ich wirklich schade finde? Dass man mit dir überhaupt nicht mehr normal reden kann.